Ja, in diesem Video geht es um eine Frage, die viele Golfer, ja, ich will nicht sagen viel beschäftigt, aber eine Frage, die sich doch sehr viele Golfer stellen, nämlich wie weit soll eigentlich der Schaft in der Ansprechposition vorgeneigt sein? Oder soll er vielleicht sogar gerade sein? Oder wie viel soll er vorgeneigt sein? Und wie viel soll er bei den einzelnen Schlagarten vorgeneigt sein? Was ist beim Driver im Vergleich zum Eisen? All diese Fragen wollen wir jetzt in diesem Video klären. Und wenn du neu auf unserem Kanal sein solltest, dann abonniere den gerne hier unten, um auch in Zukunft keine Videos zu verpassen. Das Schöne jetzt bei diesem Thema ist, dass du dir eigentlich gar nicht merken musst, wie viel Schaftvorneigung bei einzelnen Schlagarten vorhanden sein sollte. Denn wenn du ein bestimmtes Prinzip verfolgst, dann ergibt sich die Schaftvorneigung mehr oder weniger von alleine. Nämlich dann, wenn du deine Arme und damit Hände ungefähr zentral vor dem Körper belässt, unabhängig davon, welchen Schläger du jetzt benutzt. Und jetzt kannst du erkennen, dass mein Dreieck der Arme zentral vor dem Körper ist. Und wenn jetzt meine Ballposition mittig ist, ergibt sich dadurch, eigentlich würde sich sowas ergeben, dass der Schaft senkrecht steht, aber dadurch, dass hier sehr viel Spannung sonst aufkommen würde, widerstehe ich dem nicht ganz. Und deswegen ist der Schaft jetzt minimal vorgeneigt, sodass jetzt der Schlägerkopf minimal rechts vom Ball logischerweise ist. Und genauso viel ist das Griffende jetzt links vom Ball. Und daraus ergibt sich eben diese kleine Schaftvorneigung. Und wenn ich jetzt meine Arme zentral vor dem Körper behalte und den Ball jetzt weit nach rechts lege, sehen wir, automatisch ergibt sich deutlich mehr Schaftvorneigung. Das wäre jetzt also natürlich für diese Ansprechposition. Umgekehrt, wenn der Ball jetzt mehr links liegt, habe ich natürlicherweise eher sogar einen leicht nach hinten gekippten Schaft. Was zusätzlich jetzt noch einen Einfluss haben wird, ist, wenn du dein oberes Zentrum im Setup beispielsweise leicht nach links bringst. Ja, also deinen Schwerpunkt ganz leicht nach links bringst über den Brustkorb, dann ergibt sich dadurch auch minimal mehr Schaftvorneigung, sodass dann dein Druck vielleicht am Anfang 60% auf dem linken Fuß ist und 40% auf dem rechten oder 55-45, was man ja, bei nahezu allen guten Spielern eigentlich so sieht. Wir schauen uns das Ganze vielleicht nochmal jetzt bei den anderen Schlägern an, um das nochmal gesehen zu haben. Bei einem längeren Eisen, also einem Eisen 4 jetzt bei mir, ist es so, dass ich das weiter vom linken Fuß spiele. Und daraus ergibt sich dann entsprechend wieder, wenn ich dem Prinzip folge, dass das Dreieck vor dem Körper bleibt, eine Schaftvorneigung, die wenn überhaupt minimal ist. Der Schaft ist jetzt fast senkrecht, würde ich sagen. Und wenn du jetzt kein Eisen 4 spielst, entspricht das aber grundlegend, wenn der Ball ganz leicht vorne liegen sollte, vielleicht einem Hybrid oder einem Holz 5 oder Holz 7, je nachdem, was du da so spielst. Gehen wir zum Driver. Den spiele ich noch ein Stück weiter von vorne, nämlich fast Innenseite von der Ferse. Und wenn ich jetzt hier die Ansprechposition nach demselben Prinzip einnehme, dann ist der Schaft, wenn überhaupt, sogar leicht nach hinten gekippt, senkrecht oder leicht nach hinten gekippt. Da würde ich mich jetzt auch noch wohlfühlen, da auch noch. Also man hat durchaus ein bisschen Spielraum, seine Hände ein bisschen hier zu variieren, je nachdem, was sich für dich da gut anfühlt oder was deine Präferenz ist. Was man aber nicht machen sollte, ist, was man vor allem bei Eisenschlägen bei vielen Golfern sieht, die nämlich wissen, dass sie im Treffmoment vielleicht eher in der gelöffelten Position sind, die Hände nicht genügend vom Ball haben, dass sie fälschlicherweise nämlich die Arme nicht vom Körper lassen, sondern nach vorne drücken. Und das ist in vielerlei Hinsicht keine wirklich gute Idee. Erstens, weil es meist auch nicht dazu führt oder fast nie dazu führt, dass die Hände genügend vom Ball kommen im Treffmoment. Und man kommt dabei tendenziell dem Boden sehr nah. Das heißt, wenn der Winkel sich dann trotzdem zu früh auflöst, habe ich große Chancen, fett zu schlagen oder muss dementsprechend aufstehen. Also so den Radius zu verkürzen, würde man sagen, dadurch, dass man die Hände so nach vorne drückt, ist überhaupt gar keine gute Idee. Weiterhin sieht man dabei oft, dass die Schulterlinie sich dabei nach links verkantet, was ebenso nicht empfehlenswert und nicht hilfreich ist. Kommen wir vielleicht final noch zum kurzen Spiel, wo aber tendenziell das gleiche Prinzip gilt. Wenn ich jetzt vielleicht einen Chip machen will oder einen Annäherungsschlag, der ein bisschen flacher für einen gegebenen Schläger sein soll, der ein bisschen mehr ausrollen soll und ich den etwas mehr von rechts spiele,
ergibt sich jetzt hier genauso. Eher etwas mehr Schaftvorneigung. Hier habe ich zusätzlich das Gewicht leicht links, sodass ich schon deutliche Schaftvorneigung habe. Wenn das der Fall ist, muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel nach unten schlage, sondern schaue, dass ich meinen Körper auch entsprechend nach vorne öffne, damit ich entlang des Bodens schlage, obwohl ich so viel Schaftvorneigung habe und nicht in den Boden. Das noch als Special-Tipp für diejenigen, die eher den Ball mehr vom rechten Fuß spielen bei Annäherungsschlägen. Wenn ich jetzt eher höhere Annäherungsschläge spielen will, über den Bunker auf eine kurz gesteckte Fahne oder vielleicht sogar einen Bunkerschlag, dann liegt der Ball gegebenenfalls leicht links und der Schläger ist jetzt bei einem Bunkerschlag vielleicht noch zusätzlich aufgedreht und hier sind auch die Arme zentral vor dem Körper und daraus ergibt sich, was der Schaft ist, ziemlich senkrecht, vielleicht sogar bei einem Bunkerschlag, wenn ich den extrem spiele, einen kurzen Weichen, dann sogar leicht nach hinten gekippt und im Treffmoment will ich dann diese Position wieder erreichen. Aber Bunker machen wir dann tiefer führend ein anderes Mal. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Wenn du das Gefühl hast, das Ganze hat dir Aufschluss gegeben, du hast jetzt zu diesem Thema einen Plan, der dir weiterhilft, dann freue ich mich, wenn du mir das Ganze signalisierst, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt und ebenso freuen wir uns, wenn du unseren Kanal hier unten abonnierst, damit du auch in Zukunft dabei bleibst und uns die Möglichkeit gibst, dir auch weiterhin zu helfen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.